Sag mir mal deine SMS-Nummer, deine Handynummer. Du kriegst eine SMS gleich. Nee, ich habe kein Handy mehr. Dann kriegen sie zweimal ein Geschenk von mir. Oh, ist es Ihre Jungfräulichkeit? Nee, die habe ich nicht mehr. Ich bin nur vom Sternzeichen Jungfrau. Ja, nehm ich auch. Callcenter-Anrufer werden darauf gedrillt, strikt ihrem Skript zu folgen, weshalb es schwer sein kann, sie davon abzubringen. Auch bei Diskussionen oder Streit verfolgt der Gegenüber ein Ziel, von dem er sich nicht abbringen lassen will. In diesem Video zeige ich, wie das trotzdem recht leicht gelingen kann. Zum Beispiel, indem man etwas extrem Unerwartetes sagt, worüber der andere erstmal nachdenken muss, oder ein alternatives Ziel oder Interesse des anderen findet, das durch Priorität gewinnt. Viel Spaß mit dem Anruf. Ach ja, falls ihr noch eine Telefonnummer habt, die ihr auch weiterleiten könnt, bitte tragt euch in dem ersten Link in der Beschreibung ein. Sie sind der Tyrion Share, oder? Ja. Was für Strommonate stellen Sie bezahlen? 75 Euro. Ich gehe mal von 80 Euro aus. Also mein armer Hund. Sie leben ja nicht alleine, oder? Sie leben ja mit dem Hund. Ja, aber der ist nicht so Und lustig Sie, wie du. aber Sie zahlen doch 80 Euro. Ja. Sie hören mir zu, ne? Ja, ich tue zumindest so. Ah ja, das sind Sie ja wieder. Okay, gut. Was halten Sie dann davon, wenn ich Ihnen wirklich einen günstigen Stromtarifvertrag einfach mal zuschicke? Ja, es klingt eigentlich ganz gut, aber dann das Problem ist, ja, dass mir gerade keine Ausrede einfällt, warum das nicht geht. Okay, warten Sie mal kurz nochmals in der Leitung, bitte. Okay. Bild der Frau. Kaufen Sie es jetzt für 3,99 €. Hallo? Hallo, hallo. Ja? Ja. Ja, guten Tag. Guten Tag. Herr Scheer, mit wem rede ich gerade? Mit mir. Mit Ihnen? Ja. Ja, und ich bin ich. Ich bin ich. Wie ist denn Ihr Name? Ja. Herr Ernst? Hallo? Nee, Ernst Ja, ist wie mein heißen Sie bitte? Vorname. Ernst ist mein Vorname. Ja, ich weiß, Nachname meine ich. Haft, nicht mein echter Nachname, ist mein Nachname. Hasst mich? Mein echter Nachname ist mein Nachname. Wollen Sie mich veräppeln? Hä, was wollen Sie denn jetzt auf einmal von mir? Ich habe doch gerade mit Ihrem Kollegen geredet. Ja, ich bin dazugekommen, weil ich fand das eben lustig. Ich habe da eben Ja. mitgehört. Ach so, sind Sie so ein Ladyboy oder sind Sie eine Ja, echte Frau? ich bin eine echte Frau. Oh, schade, dann Leider. habe ich leider kein Interesse an Ihnen, aber danke fürs Nein, das Angebot. ist. Aber mein Freund, der hier mit Ihnen geredet hat, Der ist ein den schicke ich Ladyboy. mit Ihnen mit. Ja, den schicke ich mit. Ja, okay. Oh Mann. Naja. Ja, Wie wir heißen können. Sie mit wirklich mit Nachname? Ernst heißen Sie? Ja. Und Nachname? Auch ernst. Komm, hören Sie auf. Nein, wirklich. Ernst, oder was? Im Ernst. Im Ernst? Ja. Oh nein, jetzt habe ich einen Wortwitz gemacht, der überhaupt nicht absichtlich war. Wahnsinn. Und Sie wohnen Ja. in Ruhland? Nee. Wo denn? Welche Postleitzahl? Meine echte Postleitzahl ist 27257. Okay, weil das ist in, ja, wo ist denn das? Affinghausen. Rüthwalde? Affinghausen. Ja. Ach so. Also Ja. ich rede ja mit vielen Menschen am Tag. Aber ich finde es toll, wenn ich lustige Menschen in der Leitung habe. Ja, tut mir leid, dass Sie jetzt mit mir reden müssen. Die sind doch lustig. Deswegen habe ich ja übernommen. Aber Ach mein so. Kumpel steht hier, der will gleich weiter übernehmen in Affinghausen. Ja, lass Sie kriegen, ich habe eine Überraschung für Sie. Sie kriegen den günstigen Strom, ja? doch. Damit Sie Wow. weiterhin, das ist ja auch die E.ON bei Ihnen, ne? Ich habe eine Ja. Idee. Lass doch so einen flotten Dreier machen. Ich meine, Ihr Kollege, der klingt ja auch so sexy wie Sie. Dann machen wir es einfach schön zu dritt. Nein, ich stehe nicht auf sowas. Da fliege ich lieber nach Thailand. Ach, Sie stehen Herr auch auf die Ernst. Ladyboys. Herr Ernst, und wie ist Ihr Nachname? Jetzt mal ehrlich. Nee, mein Nachname ist Ernst. Ernst, Ernst. Ja, also Ernst ist nicht mein echter Vorname, es ist mein Zweitname, weil mein Opa auch Ernst hieß. Und der Nachname ist Ernst, oder was? Im Ernst, ja. Okay, im Ernst. Okay, super. Ich brauche einmal Ihre Stromzählernummer. Das ist die 2. Wir haben unten 2 Stromzähler im Keller. Zwei. Dann kriegen Sie zweimal ein Geschenk von mir. Oh, ist es Ihre Super, Jungfräulichkeit? ne? Nee, die habe ich nicht mehr. Ich bin nur vom Sternzeichen Jungfrau. Ja, nehm ich auch. Ja, ich denke, Sie sind andersrum. Hä? Auf welcher Straße wohnen Sie denn? Homo Erotica. Herr 5. Ernst! Ein bisschen ernst Nein. müssen wir werden, weil der Vertrag Okay. jetzt erneuert wird. Ein Oh, bisschen nee. ernst, Okay, ein bitte. bisschen ernst. Nicht Homoerotiker, ja? Sonst Nicht. kommt da jemand vorbei bei Ihnen im Ach Affinghausen. so, nee, ich dachte jetzt, das wäre eine Anspielung, weil es heißt ja immer, wenn man Nein, schwul das ist ist, kein Schwindel. Nein, Sie kriegen dass ja einen man's. neuen Vertrag. Nein, jetzt Der lassen wird Sie mich doch erneuert. mal ausreden. Ja, Sie reden doch die ganze Zeit. Sie kommen ja gar nicht zum Reden hier.
Ja, ich bin ja auch viel lustiger als sie, deshalb sollte ich mehr reden. Also, was ich meinte ist, sie haben ja gefragt von der anderen Straßenseite und wenn man jemanden fragt, ob er vom anderen Ufer Nein, ist... Nein, ich habe gesagt, ihre Straße, wo sie wohnen, wie heißt die? Ja, aber ich dachte, sie meinen, ob ich vom anderen Ufer bin, also so voll homo und da müsste ich schon sagen, ja. Ja, aber das höre ich doch, dass sie vom anderen Ufer sind, das höre ich doch raus. Ach, Schätzelein. Ich brauche einmal deine Zählernummer. Ah, wir sind jetzt schon beim Dude, best friends forever, okay, machen wir so. Dann hole ich die kurz raus. Ja, Helligkeit 26. Wann ist denn der Ernst geboren? Mal im Ernst. Im Ernst? Also habe ich auch gelogen. Ich habe gesagt, ich bin am 11. November, aber in Wirklichkeit bin ich am 13. November. Und im Ernst heißt du jetzt Ernst oder wie? Nee, Ernst ist mein Zweitname. Mein Vorname ist Florian. Florian Ernst. Florian Ernst, Florenzen okay. Ernst als Nachname, genau. Okay, Ernst, Florian. Damit du günstigen Strom hast, und günstig Flugticket leisten kann. Nach Thailand? Wieso immer nach Thailand? Ich brauche andere Ortsteile. Ja, ich kenne nicht so viele Länder. Kennst du wirklich, Mensch? Florian, ich nehme dich mal mit. Okay, machen wir. Wohin geht's denn dann? Schauen wir mal. Lebst du alleine oder wie viele Personen im Haus? Nee, ich habe einen Hund. Aber ein was? Ein Hund. Aber falls der Kollege fragt, der Hund ist in Wirklichkeit drei Katzen, weil der hat mir gesagt, er mag keine Hunde. Mein Kollege, das ist ein wuchtiger Kerl hier. Der ist wuchtig, ne? Richtig wuchtig, wenn du ihn siehst, wie ein Türsteher. Okay. Also muss ich Angst haben, wenn er vorbeikommt, um mich zu verschlagen? Nein, ist ein ganz lieber. Ach so. Der sieht nur so aus. Ich sag immer Sesamstraße Samsung vom früher. So sieht er aus. Ah. Ja, Samsung ist gut, aber ich mag LG und Apple mehr. Okay, die Zählernummer und Jahreszahl brauche ich einmal. Ja, ich denke mir kurz was aus. Dann werde ich gleich übergeben an den netten Kollegen. Ich übergebe dich gleich, wenn ich das ausrechne, ja? Er will mich schon wieder zurückhaben. Oh, ich fühle mich hier voll beliebt. Der will dich schon wieder haben, der steht hier neben mir und lacht dann sich einen aus. Ich bin gleich wieder da, es hat geklingelt. 10 Sekunden. Ja. So, jetzt. Hallo? Noch da? Ja, ich bin noch da, natürlich. Ich wollte gerade sagen, das war mein Mitbewohner, aber dann würde meine Tarnung ja auffliegen, dass ich alleine wohne. Deshalb, es war der Paketbote. Mhm. Der kommt gerade die Treppen hoch, das heißt, ich muss ihn gleich nochmal reinlassen, wenn er oben ist. Mach das. Was machst du beruflich, Florian? Comedian. Wie Comedian? In Clubs und so auftreten, Leute zum Lachen bringen. Wo trittst du denn auf? Hauptsächlich beim Stand-Up-Club Ernst und Ernst. Echt jetzt? Im Ernst? Ja, ich trete im Ernst auf. Oh Mann, ist das lustig von Ihnen. Was ich dir anbiete, ist natürlich günstiger als der Leckerstrom. Den Leckerstrom kennst du ja, ne? Ja, es kommt ja von Manfred Lecker, ne, der das Fahrrad erfunden hat. Weil der Kilowatt kostet ja bei E.ON 30 hier. Warte, ich habe mir das mit Manfred Lecker gerade ausgedacht. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber gut, dass du zustimmst. Was meinst du denn? Ich habe dich gar nicht verstanden. Die Zählernummer habe ich ja bekommen, die Kundennummer von der... Das ist so anstrengend, mir so viele Nummern auszudenken. Vertragskonto. Ah, hier. 484. Super. Eine Frage, Florian. Der Vertrag läuft ja auf deinen Namen, ne? Meinen alten Namen, nicht auf Florian. Florian Ernst, oder? Ja, genau. Er läuft auf mich, aber halt nicht auf Florian. Sondern? Ja, Florentina. Wie heißt du? Jetzt heiße ich Florian. Was steht auf der Rechnung drauf? Florentina. Florian Tina mit Nachname Tina. T-I-N-A oder was? Nee, Vorname Florentina, Nachname Ernst. Florian Tina? Nein, Vorname, ein Wort, Florentina. Das ist der Nachname, Ernst. Genau. Und der Nachname ist Florian. Du bist doch ein Junge oder ein Mädchen? Ja, jetzt bin ich ein Junge. Früher warst du ein Mädchen oder was? Ja, so halb. Na sag mal, Florentina ist doch ein Mädchenname. Ja, genau. Das was steht da auf der Rechnung drauf? Ich muss es so schreiben, wie es auf der Rechnung steht. Da steht Florentina. Also meine Eltern haben mich Florentin. Als... Ja, meine Eltern haben mich als Mädchen erzogen, aber ich bin in Wirklichkeit ein Junge. Echt jetzt? Ja, ich glaube, deshalb bin ich auch schwul. Ich glaube dir das. So kommt jetzt der Vertrag nach Hause, ne? Ja, man sollte mir alles glauben. Ich bin eine sehr offene Person. Okay, ich auch. Nur echt? Hier muss ich ernst bleiben, weil... Wie groß sind deine... So... Ja, wie groß ich werde jetzt eine SMS schicken. Nur der junge Mann hier möchte das jetzt übernehmen. Ja, aber ich wollte noch... Ich wollte noch was fragen, weil du bist ja so offen, ne? Ja, bitte. Ja, wie groß sind deine Brüste? Klein. Ah, das ist perfekt. Ich liebe kleine Brüste. Du stehst ja auf Männer. Okay, alles klar. Okay, gut. Ich gebe dich mal weiter. Sammle mal deine SMS-Nummer, deine Handynummer. Du kriegst eine SMS gleich. Nee, ich habe kein Handy mehr. Aber ich habe... Ja, ich muss eine Bestätigung von Ihnen haben. Ich soll von den Kollegen noch was fragen, weil ich habe ihm versprochen, dass ich ihm Date klar mache. Und du klingst ja jetzt echt so nett von der Stimme her. Ihr beide auf dem Kaffee
Soll ich euch mal hallo, vorschlagen? hallo, stopp mal bitte. Ich brauche einmal die Handynummer, damit ich dir SMS schicken kann. Ich kann dir die Handynummer von deinem Kollegen geben und dann geht ihr auf ein Date und dann gibt er dir meine E-Mail-Adresse. Willst du mich verarschen? Nee, verkuppeln heißt das, glaube ich, das oder? Das wird alles weitergegeben, ne? Wenn das jetzt ein... Ich brauche einmal die Handynummer. Der Vertrag wurde hier vorgelegt. Hä? Und warum braucht man deshalb die Handynummer? Dass ich jetzt hier eine Vollmacht schicken kann. Kann man nicht per E-Mail machen. Doch, kann man auch. Ja, also sag mal die E-Mail-Adresse, bitte. Ja, die heißt, das sag ich doch nicht, @gmail.com. Danke an Raptek für die Animation. Wenn ihr eine Telefonnummer frei habt, tragt euch im ersten Link in der Beschreibung ein. Ich denke, dieses Video eignet sich auch recht gut für neue Leute. Deshalb teilt es doch bei Facebook, Twitter, über WhatsApp oder wie die Callcenter immer so schön sagen, per Mundpropaganda. Das hilft echt. Die meisten, die mir schreiben, sagen tatsächlich, dass sie es von einem Freund oder Bekannten empfohlen bekommen haben.